Wir sind heute zu Gast in der KUKO Werkzeugfabrik hier in Hilden mit dem Thema TTIP Chance für den Mittelstand, eine Kooperationsveranstaltung mit dem US-Generalkonsulat, der KUKO Werkzeugfabrik und der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Zwei Stunden sehr gute, intensive Diskussion mit drei sehr, sehr starken Panelisten. Alexander Graf Lambsdorff von der FDP, Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Michael Klein-Bongartz, geschäftsführender Gesellschafter von KUKO und Vorsitzender des Industrieclubs hier in Hilden. Und noch Steve Hubler, Generalkonsul der Vereinigten Staaten von Amerika. Also ein toller Rundumschlag zum Thema TTIP und Mittelstand. Was mich besonders gefreut hat, und ich glaube auch alle der teilnehmenden Referenten, dass sich ein bunter Querschnitt aus dem Publikum auch sehr intensiv beteiligt hat. Was ist denn so schlimm an der Schiedsgerichtsverkleidung? Was ist das denn mit der kommunalen Daseinsvorsorge? Was ist mit den kommunalen oder regionalen Herkunftsbezeichnungen? Kann sich Deutschland eigentlich leisten, als eins der wenigen drei Länder, nämlich Deutschland, Österreich, Luxemburg, gegen TTIP zu sein? Obwohl die Osteuropäer stark positiv sind. Ich mache jetzt transatlantische Geschichten seit, ich weiß nicht, 20, 25 Jahren. Ich hätte im Leben nicht erwartet, dass ich einmal mit der Situation konfrontiert sein würde, dass mehr Franzosen für transatlantischen Freihandel sind als Deutsche. Sie sehen mich schockiert. Wir haben heute gesprochen über Investorenschutz, öffentliche Daseinsvorsorge, aber auch das Chlorhühnchen und konnten da viele Unwahrheiten, die man einfach in die Kiste der Mythen packen müsste, ausräumen. Die Veranstaltungen sind sehr wichtig, die die Friedrich-Naumann-Stiftung macht. Zu einem steht natürlich Friedrich-Naumann-Stiftung, die FDP für Handel und Investitionen. Und insofern, wer könnte das besser machen als eine Friedrich-Naumann-Stiftung? Und zum Zweiten lebt Deutschland eben vom Handel und vom Export. Und wir sind diejenigen, die am meisten davon profitieren. Und deshalb sollte Deutschland auch als Land der Exporteure, als Land des Handels, als Land der internationalen Investmentsentscheidung, auch für Amerika, hier einen ganz großen positiven Aufschlag machen. Das Thema TTIP und diese Veranstaltung war für mich deshalb sehr, sehr wichtig, um mal zu hören, was als Startup-Unternehmer in der ganzen Geschichte für uns drin ist. Welche Chancen bildet TTIP für uns? Was sind die Vorteile, die klassischen zu der Industrie, auch mal zur digitalen Wirtschaft und das mitzunehmen? Naja, solche Veranstaltungen sind natürlich sehr, sehr wichtig, um einerseits mal in solche Unternehmen wie hier KUKO hineinzukommen, auch mal zu sehen, wie agiert jemand und aus erster Hand zu erfahren, wie agiert man nicht nur hier in Deutschland, sondern auch international. Man hat ja auch nicht jeden Tag die Möglichkeit, den Austausch zu suchen mit EU-Politikern zum Beispiel, so wie Herrn Graf Lambsdorff. Und das ist natürlich einfach spannend, dann hier dabei zu sein. Das Ziel der Veranstaltung war, eine sachliche, offene Diskussion über die Frage zu führen, ist TTIP oder kann TTIP eine Chance für den Mittelstand bieten? Ich denke, das ist uns gelungen. Ich hatte das Gefühl, dass die Fragenden nicht mit einem Fragezeichen nach Hause gegangen sind, sondern mit einem Ausrufezeichen. Also TTIP Chance für den Mittelstand, das Fragezeichen können wir jetzt wegmachen und können das durch ein Ausrufezeichen oder sogar drei ersetzen.